Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer dritten Staffel, Folge 31 von Miss Survival in der Version 0.4.0.3. So, ich habe jetzt mal dieses Autofokus-Problem hoffentlich behoben, indem ich einfach mal den Autofokus komplett rausgenommen habe. Es scheint erstmal scharf zu bleiben vom Gesicht her, auch wenn die Vorlage vielleicht nicht die beste ist, aber egal. Wir befinden uns in der Nacht vom 22. Tag. Warum war ich hier? Genau, wegen der Kohle eigentlich noch. Haufenweise Essen haben wir. Kohle brennt jetzt noch so circa 2 Stunden. Das heißt, wir gehen jetzt pennen. Warum stehst du hier draußen immer noch rum? Ich weiß es immer noch nicht, aber egal. Achso, ja, und der 11.9. ist heute bei mir. Das heißt, ich nehme heute die heutige Folge auf. Moment, habe ich das schon weggetragen? Alles klar. Dann werde ich mal hier ein bisschen fremd schlafen. Bei unseren, ach so, intelligenten Mitbewohnern. So, erstmal meine Survival-Tasse nehmen hier. Für euch Interessenten, da gibt es ja einige, habe ich gesehen. Es ist zwar spiegelverkehrt, aber ihr könnt es bestimmt lesen. Deswegen Survival-Tasse. Ey, ich will raus! Nein, lass mich raus! Entschuldigung! Ja, ist ja okay, ist dein Zimmer gewesen. Ihr vielleicht ein Geheimnis vor mir oder was ist los? Es wird so gewesen sein, weil ich hier gepennt habe. Hat die Käthe da gepennt, aber das ist Käthes Zimmer. Nehme ich mal an. Wie spät ist es? Stündchen haben wir noch, okay. Schauen wir mal. Ist es Käthes Zimmer? Kann es sein? Ja, ist Käthes Zimmer. Deswegen. Und deswegen wusste Rachel nicht, wo sie hin sollte und deswegen, Käthe nicht, wo sie hin sollte und deswegen war jetzt hier so ein bisschen Kuddelmuddel. So, da Kohle ist fertig. Und da Kohle nehmen wir hier drin. Wir haben viel zu tun heute. Ich werde jetzt erstmal aufnehmen hier die Folge, wollte ich euch noch sagen. Kann sein, dass die ein bisschen später online geht. An der Stelle dann schon mal Entschuldigung. Muss ja mal warten, bis die auf 1440p hochverarbeitet wurde von YouTube. Jetzt haben wir noch Kupferbarren zu holen. Außerdem will ich euch eine Frage stellen. Das heißt, jetzt dürft ihr in die Kommentare schreiben. Endlich mal. Da waren bestimmt schon einige unter euch, die ein bisschen mit den Händen gekribbelt haben, beziehungsweise denen die Hände gekribbelt haben. Und zwar, wo zur Hölle gibt's Waschpulver? Wir waren ja jetzt in dieser zweiten Tankstelle drin. Ich weiß noch, es hat mir einer mal geschrieben, Tankstelle. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ist die Tankstelle in der Stadt gemeint oder nicht. Das gucke ich auch heute noch nach. Von daher kann es vielleicht schon sein, dass es hinfällig wird. Nee, das können wir auch alles so belassen. Eins, was ich mache, ist, dass ich hier die Steine in den Naturalienschrank reinschmeiße. Dann kommt das alles so mit. Ich hatte hier auf dem Grill nichts mehr drauf, weil mir sind da die Sachen verbrannt. Wie viel hast du hier schon zusammengesammelt? Das ist okay. Was will ich schon mitnehmen? Eigentlich noch gar nichts gefühlt. Sagt mal, da fällt mir ein. Ich wollte mal gucken. Ich konnte ja selber die Wooden Arrows so herstellen. Ne? Das ist gut. Wir hatten denn nämlich nicht mehr so viele. Add Arrows haben wir bloß noch hier 4. Das heißt, wir brauchen jetzt 20 Stück. Das passt sehr gut. Dann kriegen wir hier auch wieder ein bisschen Platz rein. Nochmal so. Dann so. Ah, jetzt habe ich wieder hin und her geschoben, ich weiß. So, machen wir erstmal 20 Stück hiervon. Dann haben wir nämlich auch schon die Nacht rum. Tag 23. Ich bin gespannt, wie lange ich es diesmal schaffe, zu überleben, ohne vom Zombie gekillt zu werden. In der letzten Staffel gab es ja da so einen kleinen Wettbewerb mit der lieben Melvea noch, als sie noch online war. Schade, dass es nicht mehr ist. War immer ziemlich witzig mit ihr. Nee. Doch. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof, 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 doof. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht, wa? Wo sind jetzt meine Pfeile gelandet? Nein! Komm schon! Ah! Okay. Wenigstens das. Sie gehen wenigstens nicht endgültig weg. Das ist schon mal gut. Oh, wei, wei. Nein, Quatsch. Nein, hier. So. Zack. 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 Dann wollte ich schon ein, zwei Sachen mal mit rübernehmen. Wir nehmen jetzt mal Autoteilschränke mit. Fahren wir da kurz hin, laden diverse Dinge ab, dann gehen wir Kupfer holen und dann habe ich vor, ich weiß nicht, ob wir das schon in der heutigen Folge schaffen,
dass wir mal einen Besuch in der Stadt machen, um da mal zu gucken. Gott, ist der voll. Um da mal zu gucken, ob wir da in der Tankstelle von der Stadt das Waschpulver finden. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass das Waschpulver bei mir immer noch nicht implementiert ist, obwohl ich ja schon alle Daten habe vom Update. So, du warst für die Sachen zuständig, genau. Kleines Frühstück, bevor es verdirbt. Oh, oh, passt, passt, passt. Brauchst du dir das hier noch hinter? Dann müssen wir zu Hause nochmal auffüllen. Also im baldigen Zuhause, offiziell umgezogen sind wir ja noch nicht. Wollen wir die Kiste auch schon mit rübernehmen? Die passt ja da noch auf den Koffer drauf, ne? Die ist ja eigentlich nur fürs Saatgut gewesen bisher. Ja, schau mal. Passt doch super drauf hier. Wir stellen uns natürlich wieder vor, dass da Spanngurte drum sind. Alter Schwede, ich habe so viele Koffer darauf gestapelt. Ach, du warst dafür da, wenn wir unterwegs sind. Ja, okay, das passt. Das können wir so lassen. Die sind eigentlich alle leer gewesen, dachte ich, aber falsch gedacht. Um Gottes Willen, was habe ich denn hier alles gesammelt? Passt das noch rein? Bestimmt, ne? Können wir dann in der Base, also zukünftigen Base, abladen? Ach ja, okay, das bleibt auf jeden Fall so, wie es ist. Gut, jetzt fahren wir rüber. Ja, ich habe wieder ein paar Tage nicht gespielt, wie ihr merkt. Ich brauche da mal ein bisschen, um reinzukommen. Oh, das war gefährlich. Da lag eine Bananenschale. Eine brennende, eine glimmende. Waren die Blaumänner doch wieder unterwegs heute Nacht? Sag mal, wo fahre ich eigentlich lang? Gut. Also, wir rennen schnell rüber, laden da ab, dass unser Inventar einigermaßen leer wird. Dann gehen wir wieder zur großen alten Mine. Da gibt es ja erfahrungsgemäß immer etwas mehr an Loot zu holen bezüglich der Klumpen, die da rumliegen. Mir geht es größtenteils jetzt um Kupfer, aber wenn wir noch ein bisschen Salpeter und Sulfur erwischen, dann ist es auch schön. Da können wir nämlich mehr Schießpulver herstellen. Einziges Problem, was ich jetzt natürlich noch habe, ist, wir haben noch keine offizielle Shelter hier an der nächsten Base. Das heißt, wir können unsere Dumpfbacken noch nicht umziehen lassen. Das heißt, alles, was ich dann herstellen möchte, muss ich erstmal selber herstellen. So. Und Parkplatz. Oh, das passt so super hier einfach rein, ne? Zack. Autoteile haben wir gesagt. Wollen wir hier schon mal abladen? Die könnte man auch sogar hier unten dann stehen lassen erstmal. Ich mache das jetzt erstmal kreuz und quer da rein. Wo genau es dann wirklich stehen wird, werden wir dann noch später entscheiden, ne? Beziehungsweise irgendwo ergibt sich ja dann eine schöne Gelegenheit dann zu sagen, ja, doch, doch, das sieht schön aus, das lassen wir dann so. Genau, jetzt kommst du noch mit rüber hier. Mal wieder einen kleinen Teilumzug. Das wird immer so peu à peu mehr und irgendwann sind wir fertig. Beziehungsweise irgendwann machen wir dann vielleicht auch mal eine Folge, wo wir dann die letzten Spinte holen mit zwei Fahrten. Dann werde ich wahrscheinlich hier die ganzen Koffer und so alles mal runternehmen müssen und dann die ganzen Spinte da draufstellen müssen. Dann wird die Schlitterfahrt wieder interessant. So, du bist für die Reload-Bench. Also stellen wir dich da schon mal hoch. So. Warte mal. Das wird wehtun? Doch nicht. Quatsch, mein Inventar ist voll. Entschuldig bitte. Achso, wir stellen dich nochmal runter. Okay, so geht's auch. Ich wollte dich eigentlich, ja, gezielt platzieren, aber ist okay. Ihr kommt da rein, aber wieder schön viel Material. So. Dann... Ach verdammt, den Baseballschläger hätte ich da lassen können, ne? Habe ich jetzt vergessen. Legen wir euch jetzt erstmal hier rein. Ihr seid wieder mein Bauschrank. Ihr kennt es ja von mir. Bauschrank ist so ziemlich jeder Schrank, wo irgendwo Platz hat. Der irgendwo Platz hat. Euch wollte ich eigentlich noch mitnehmen hier. Obwohl, sag mal, vergammelt das nicht? Das hat doch letztes Mal war es 64, irgendwas Prozent. Stimmt. Hier habe ich nicht aufgepasst. Das kommt hier raus. Das heißt dann, dass das hier rein kann. Das sind eigentlich noch unsere Bauwerkzeuge. Das heißt, wir legen das erstmal so. Dann haben wir ja, glaube ich, noch eine Säge im Auto. Jetzt gehen wir auch nochmal zum Auto. Dieses Runtergehüpfe, das ist immer ein bisschen riskant für dich. Schnappen wir uns jetzt hier schon mal diese Brocken raus.
Sonst hatte ich ja hier nichts mehr, ne? Schon dreimal nachgeguckt und sich das trotzdem nicht gemerkt, der dicke Alte. Hier war Munition. Hier hätten wir noch eigentlich Platz gehabt für einen Baseballschläger, theoretisch. Aber egal. Drei Granaten habe ich da immer noch. Ich habe die immer noch nicht verwendet. Gut, wir haben zwei Sägen, zwei Hämmer, das passt. Du kommst schon mal rüber hier. Zack. Genau, weil du kommst hier rein. Medizin haben wir. Oh, ich muss beide Wasserflaschen auffüllen. Auf jeden Fall. Das machen wir jetzt noch schnell. Halt. So. Zack, 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 zack. Das war jetzt ein bisschen Kuddelmuddel hier. So. Kommst du wieder da hoch? Stellen wir dich schon mal ganz nach oben. Ganz oben hätte ich dann... nee, Quatsch, nee, nicht ganz oben. Die Reload-Band haben wir ja schon angezeichnet. Stimmt, die steht ja schon da. Komm mal her hier. So. Stellen wir hier schon mal oben drauf. Immer noch, warte mal, wie spät ist es denn? 4 Gears, oh. Oh. Einen haben wir noch in der Tasche liegen, im Schrank liegen. Das können doch die Dumpfbacken schon mal herstellen, während wir unterwegs sind und Kupfer holen. Außerdem fällt mir ein, wir hatten ja noch Brass in Auftrag gegeben. Also geschmolzen. Dass wir die Brassbarren haben für weitere Munitionshülsen. Das machen wir noch schnell. Jetzt habe ich, glaube ich, noch irgendwas im Inventar, was ich eigentlich hier lassen wollte, wa? Hm. Schauen wir mal. So. Platz da, Mats da. Quietsch. Das war ein bisschen zu viel Vollgas. So. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich will jetzt auch nicht allzu viel Überlänge machen, damit die Folge heute möglichst noch pünktlich online geht. Ja, hier haben wir wieder Schlitterkurve. Zack. Lustigerweise lenkt er immer nur dann, wenn du wirklich noch eine gewisse Grundgeschwindigkeit drauf hast, beziehungsweise wieder Gas gibst. Armbremse. Freut sich dann die Bremsbacke. Halt hier lang. Lasst mal hier nochmal reinschauen, was wir hier noch alles gemacht haben. Zum einen hatten wir die High Qualities, dann hatten wir die und die. Die können wir dann stacken, sind da schon mal drei. Wir haben sogar noch ein bisschen Low Quality. Muss ich nochmal schauen. Für die brauchten wir wirklich die Low Quality und davon haben wir gerade zu wenig. Das heißt, wir werden jetzt mal... Wir haben drüben schön viel davon. Das heißt, wir nehmen jetzt mal hier alle draus und schmelzen das oder mal ein. Ich hoffe nur, ich denke da auch dran später. Zack, zack, zack. Das war wieder doof, Robin, aber sowas von. Jetzt musst du wieder hinlaufen, musst du dir das wiederholen. Oh, dieser Bug geht mir so auf den Keks. Alles klar, wo ist es jetzt gelandet? Ich war zuletzt an dem hier dran, ne? Nee. Cheater. Nein! Das ist endgültig weg. Liegt auch nicht drauf. Och, nö! Mano! Verdammt! Ah. Dann machst du mir hier wenigstens nochmal 4. Das ist jetzt blöd gelaufen, aber so richtig. Ich glaube, ich habe zu wenig davon, ne? Ja, okay. Gut, ich schreib's mir mal auf. 4 Gears. So, 4 Gears. Beziehungsweise eigentlich 3. Schade, dass man nicht auch einfach aus den High Qualities die machen kann. Aber egal. So, Inventar nochmal reingelumscht. Wasser wollte ich noch holen. Das habe ich vergessen. Dann habe ich da noch Schießpulver rumliegen. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind, wollen wir schon mal irgendwas anderes wieder mitnehmen. Vielleicht den kompletten Werkzeugkoffer. Warum eigentlich nicht? Komm mal mit hier. So. Nee. Ja, drehen wir noch ein bisschen ein, dass es sich nicht da überlagert. Und wenn wir jetzt in Zukunft dann hier eine Ankunft haben, dann können wir erstmal noch die Koffer, die hier vor der Tür stehen, beladen. Also die da, die ja eigentlich für den Umzug gedacht waren, ne?
Okay, jetzt machen wir nochmal das Inventar hübsch, dann gehen wir nochmal in die Mine runter, holen uns da nochmal möglichst viel Kupfererz ran. Damit wir in der neuen Blacksmith, die ja jetzt zum Glück fertig ist, schon mal das Kupfer einschmelzen können. Und dann werden wir noch weitere Low-Quality Iron Ignits herstellen müssen. Für die Gears. Ich hoffe nur, ich denke auch irgendwann mal dran, dass ich noch in der alten Blacksmith jetzt die Sachen da rumzuliegen habe. So, dann wie gesagt nochmal ganz schnell Wasser auffüllen. Jetzt haben wir schon die halbe Folge rum. Junge, Junge. Das geht immer so schnell. Ich würde auch sehr gerne längere Folgen machen, ihr Lieben. Aber manchmal geht das nicht so. Wird nicht gut von der Zeit her, weil nach dem Aufnehmen muss es ja noch durchrendern. Erfahrungsgemäß dauert es immer doppelt so lange beim Rendern, wie die Folge lang ist. Dann wird die Geschichte noch hochgeladen, dann muss sie verarbeitet werden über YouTube und so weiter und so fort. Ich meine, diejenigen, die schon etwas länger hier dabei sind, die kennen die Geschichte schon in- und auswendig von mir. Werkzeug. Wollen wir Werkzeug hier unten lassen? Ja, ne? Erstmal. Ja, aber diejenigen, die neu sind hier auf dem Kanal, übrigens herzlichen Dank für die ganzen Abos, ihr Lieben. Das wird ja immer mehr, das ist schön. Komme ich auch gleich nochmal zu dem Thema. So. Auf jeden Fall diejenigen, die hier neu sind auf dem Kanal, die wussten das vielleicht noch nicht. So, und zum Thema... Zum Thema neue Abos. Ich habe eine Nachricht von YouTube bekommen, ihr Lieben. Deswegen sage ich das jetzt nicht am Anfang einer Folge, weil mir geht es ja auch ein bisschen darum, dass diejenigen, die schon länger dabei sind, die auch länger zugucken, die sich auch die Folgen so vollständig wie möglich angucken, dass die das wissen. Es gibt ja auch immer wieder welche, die einfach nur kurz reinklicken und sagen, hat ein scheiß Gesicht, gucke ich nicht mehr zu. Gibt's auch durchaus. Ja, hab eine Nachricht gekriegt. Und zwar, wenn innerhalb der nächsten 27 Tage die 1000 Abonnenten erreicht werden, wird mein Antrag zur YouTube-Partnerschaft angenommen. Warum ist das jetzt so wichtig? Das ist so wichtig, weil ich euch ja schon ein paar Mal gesagt habe, dieser Kanal hier wird ja momentan komplett... Ach, guck mal, eine Schau. Wird komplett nur von mir finanziert und aus den Spendenbeiträgen, die über die Livestreams passieren. Das geht natürlich auf Dauer ziemlich ins Geld. Zumal jetzt nach der Einschläferung meines Katers und alles, das tut natürlich auch nochmal finanziell weh. Ja. Das heißt, diejenigen unter euch, die hier sowieso immer ganz, ganz fleißig zugucken und sich auch immer so vollständig wie möglich angucken und alles, lasst doch einfach mal ein Abo da. Wenn euch die Benachrichtigungen auf den Keks gehen, warte mal, das habe ich missgebaut, oder? Nee, habe ich nicht. Die Benachrichtigungen auf den Keks gehen, ein YouTuber so und so, hat ein Video hochgeladen. Kennt bestimmt jeder von euch diese Benachrichtigung. Ihr könnt auf dem Hauptkanal eines YouTubers, wo ihr, also auf der Hauptseite, da wo ihr das Abo da lasst, direkt daneben ist ja dieses Glöckchenzeichen. Wenn ihr da draufklickt, öffnen sich drei Optionen. Gar keine Meldung, personalisierte Meldung und alles. Ihr könnt dann bei personalisiert, müsst ihr mal bei euren Einstellungen so ein bisschen durchgucken, was ihr denn gemeldet haben wollt und was nicht. Aber bei gar nicht bekommt ihr dann wirklich keine Benachrichtigung und dementsprechend, klar, ihr verpasst dann auch einen Livestream eventuell mal und alles, aber ihr bekommt dann nicht mehr diese Tausenden von E-Mails. So. Nur so als Hinweis. Wäre natürlich schon schön, wenn ich den Antrag auf YouTube-Partnerschaft jetzt nicht zweimal stellen muss. Also nicht ein zweites Mal stellen muss. Das war nämlich vorher immer so, dass... Boah, Schock. Blöde Tun. Das war nämlich vorher immer so, du konntest den Antrag stellen, noch weit bevor du die Voraussetzungen erfüllst. Und dann bleibt der Antrag da erstmal unbearbeitet liegen, bis du halt... die Voraussetzungen erfüllst. Das sind 1000 Abos und 4000 Wiedergabestunden in 12 Minuten. Nicht 12 Minuten. In 12 Monaten. Die Wiedergabestunden haben wir schon um das 11-fache überstiegen in den letzten 12 Monaten. Das ist der Hammer. Aber die Abos halt nicht, ne? Und ich weiß ja, dass das Tausende von Leute hier regelmäßig reingucken, aber nicht abonnieren. Deswegen nochmal so ein kleiner Appell an eure Treue als Zuschauer. Es ist nur ein Klick für euch, beziehungsweise zwei Klicks für euch. Für mich ist es halt schon der große Schritt, dass dieser Kanal sich hier selbst finanzieren kann. Gut. Aber jetzt nur noch Eigenwerbung. Wir gehen jetzt endlich hier rüber.
holen uns jetzt, wie gesagt, noch weitere Inkredenzien. Wir haben gesehen, da sind jetzt 12 Low-Quality-Barren in der Mache. Das heißt, wenn wir wieder da sind, könnten wir dann auch die Gears herstellen. Oder herstellen lassen. Wir holen uns dann die Barren aus der neuen Blacksmith. Fahren schnell rüber zu Käthe und Rachel. Und lassen die das herstellen. Dann haben wir noch ein bisschen Gears auf Vorrat. Das passt auch. Sag mal, ach, er hat hier gerade Ladeschwierigkeiten, wie ich das sehe. Aber irgendwie hat er ständig, ist er ständig vom Gas runtergegangen. Obwohl ich dauerhaft gedrückt habe. So. So. Um Inventar checken. Wollen wir die Sachen mitnehmen? Eigentlich schon, ne? Ja, machen wir. Ich mache jetzt wirklich nur eine Tour durch. Dass wir jetzt nur einmal hier durchwatscheln. Oh, ich habe die Axt dabei. Das ist nicht gut. Weil nicht, dass mir doch was Dummes passiert und ich die jetzt verliere. Irgendwann hast du alle durch, ne? Irgendwann hast du sie alle. So. Den Hammer brauchen wir auch nicht. Ich werde ihn wieder suchen wie ein Weltmeister. Das wissen wir von mir, ne? So, da haben wir hier schon mal wieder einen Platz mehr. Bogen bleibt noch hier drinne. Gut. Ab rein da. Wir brauchen das Zeugs. Denn wir sind jung und haben kein Geld. Zack. Achso, denk dran, Robin, nicht so viel rennen. Ach was, die Lampen sind noch angeblieben? Das ist gefixt worden, okay. Ist aber ein bisschen arg dunkel noch an einigen Stellen, wa? Schauen wir mal, ob der Generator angeblieben ist und die Lampen auch. Ja. Ganz leicht ist er gerade zu hören. Okay. Das ist also gefixt worden, weil ich habe ja von den letzten zwei Folgen zur heutigen Folge habe ich ja den PC zwischendurch ausgehabt. Das war früher nicht so, ne? Wie wir uns erinnern. Also noch in der letzten Staffel. In der letzten Staffel war das dann so, dass man den immer nochmal neu anschalten musste. Ah, er hat ein paar Ruckler jetzt hier drin, ein paar FPS-Einbrüche. Ah, herrlich, da liegt schon Salpeter. Hier war schon mal Eisen, aber viel wichtiger wäre mir Kupfer. Da hinten ist auch ein Kupferbarren und Salpeterbarren. So, wunderbar. Wir brauchten immer vier Barren für, nicht vier Barren, vier Klumpen für einen Barren, ne? Ist das jetzt hier hell genug? Ja, weil ich finde es ein bisschen sehr arg hell mit dem Licht, mit der Flashlight. Heißt die Flashlight? Ich glaube, ne? So, aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kupferklumpen. Wir sind immer noch scharf mit der Kamera. Das ist ja wunderbar, ist das. Vielleicht waren wir zwischendurch mal wieder unscharf. Aber dann haben wir wenigstens schon mal das eine Problem behoben. Zack. Machst du hier nochmal die Funzel an, nur wenn es ein bisschen sehr hell ist. Da liegt nochmal Kupfer. Wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich schon wieder fast zurückfahren, glaube ich. Aber ich gehe natürlich einmal die Tour durch hier. So. Dass wir nochmal jeden Klumpen abgrasen. Genau hier reicht für einen Schluck. Und dann haben wir ja noch 6 in der alten Base rumliegen. Vielleicht langt das schon. Aber wie gesagt, wir gehen trotzdem mal alles durch. Da unten lagen ja auch noch Sachen rum. Das heißt, es wird mal gleich kurz laut. Ich warne euch diesmal vor. Achtung! Ja, ich weiß. Ist ein scheiß Tag heute, wa? Na, rennst du hin? Ich stell mir... Boah, Alter, hat er nachgeladen hier. Ich stell mir jedes Mal vor, dass er mit dem Kopf dahin rennt. Ich stell mir so richtig schön Comic-like vor. Oder wie Gandalf in Bilbos Hütte. Immer schön gegen den Kronleuchter. Immer voll drauf da. Das ist die geilste Stelle in der Szene. Ja. Na, ja, kommst du nicht von der Seite ran? Musst du so machen? Entschuldigung. Das sieht so nach Michael Jackson aus. So läuft doch jeder die Leiter runter, oder? Aber gut, hey, komm. Wollen wir nicht meckern. Das ist bloß ein Animationsfehler, mehr nicht. Beziehungsweise, da wurde noch nicht animiert. Das ist halt die Fortbewegungsanimation. Und da wir auf der Leiter sind, bewegen wir uns ja fort. Macht ja irgendwo Sinn, ne? So, hüpf. Hüpf. Ah, komm schon auf da. Mann.
So, mal toll, wie instant schnell die Sachen, die er an zwei Händen hält, verschwinden können, damit er hochklettern kann, wa? Ah, hat er wieder einen Schrank nachgeladen. Junge, Junge. Was denn da los? Das könnte auch der Grund dafür sein, warum wir dann auf dem Rückweg immer, wenn wir nach oben laufen, dann da wieder die nächsten Klumpen abernten können. Weil er hier etagenweise die Chunks nachlädt. Haufenweise sei Peter hier aber viel zu wenig Zollfuhr, habe ich das Gefühl. Und Zink war, glaube ich, auch schon dabei, wa? Nee. Komplett nur Salpeter. Krass. So, da oben liegt immer wieder eine Strom. Da haben wir Sulfur. Wunderbar. Und noch ein bisschen Kupfer vielleicht? Na, jetzt gerade nicht, aber vielleicht dann auf dem Rückweg. Achtung! Boah, ernsthaft. Von der Mauer kannst du springen. Aus derselben Höhe von was anderem kannst du nicht springen. Ja, oder vielleicht hat es auch... Oh, zwei Klumpen jeweils. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wie eben die Fläche ist, auf der du landest. Das kann natürlich auch sein, dass da so eine Art... Ey, es sind drei Klumpen. Jawohl. Dass da so eine Art Wahrscheinlichkeitsberechnung drin ist, ob du dir ein C stößt oder nicht. Oder Knöchel verstaust und so weiter. Oh, das war doch jetzt hier schon ziemlich ergiebig. Ist hier noch irgendwas drin gelandet? Nee. Okay. Hier vorne waren ja immer keine. Genau. Und dann haben wir hier nämlich noch. Das ist jetzt auch wieder mehrere. Sieht jetzt nicht so aus. Huch, falsche Taste. Oh. Oh, ja, ja, ja. Lässt sich blicken, ne? Aber ich brauche noch unbedingt Kupfer. Bitte! Ah, hier liegt noch Eisen mit drinne. Nehmen wir mit. High Qualities können wir eigentlich nie genug haben, wenn wir doch mal wieder Werkzeuge herstellen müssen. Weil irgendwann ist ja auch unser Hammer kaputt oder unsere Pickaxe hier. Also unsere Spitzhacke meine ich. Oh, sind zwei? Nee, doch nicht. So. Ich weiß gar nicht mehr, gibt es hier in der Mine eigentlich auch die Wahrscheinlichkeit auf Zink? Oder macht es dann doch eher Sinn, dass man zwei verschiedene Minen hat? Ich meine, in der Realität hast du auch nicht alles, was du brauchst in einer Mine, ne? So, und ja, ich weiß, es gibt noch Räume hier, die wir absuchen müssten. Vor allem bei Bersi der Raum. Das machen wir aber dann, wenn wir Bersi mal die Nase platt hauen. Da wieder einen Chunk nachgeladen. Dann liegt es wohl wirklich daran. Ich spare mal Ausdauer, aber. Zum einen müssen wir edel bei Bersi durchrennen. Ach, obwohl. Wir können gleich was trinken. Aber ich dachte gerade, Ausdauer sparen, weil wir gleich bei Bersi vorbeirennen müssen und danach noch weiter die Hacke verwenden müssen hier. So. So. So, rennst du mal weiter. Ach, jetzt ist Stamina weg. Oh, okay. Trink mal so viel, wie du brauchst. Dann isst du noch eine Keule hinterher. 63,3, also es war damit viel, viel langsamer. So. Gut, zack. Dieses bläuliche Schimmern hier manchmal in den Wänden, da denke ich jedes Mal, da ist Mithril. Also, das Fantasieerz, was es ja nicht wirklich gibt. So, jetzt werde ich mal ein bisschen Stamina schonen. Wie viel Zeit haben wir denn? Ach, ey. Na, machen wir doch wieder eine Überlänge. Ich weiß, Stamina sieht jetzt für den kurzen Sprint ganz gut aus, aber wie gesagt, wir brauchen die ja noch zum Abbauen. Hier ums Eck ist ja gleich schon Olle Bersi. Habe ich eigentlich Ton? Weil ich nehme mich schon die ganze Zeit auf. Ja, ich habe Ton. Gut. Ach, Mann. Hatte einen Soundcheck gemacht und habe festgestellt, dass wieder mal mein Kabel etwas locker war. Wird gleich nochmal laut. Au! Der ist genau hinter mir. Au! Spinnst du eigentlich? Ich will doch nur durchlaufen, Mann! Verdammt. Damit ist die Weste hinüber, der Helm fast hinüber. Tja. Gut, müssen wir durch als Lurch, wenn wir Frosch werden wollen. Ich will jetzt weiter Erze haben. Und da haben wir nochmal Kupfer. Wunderbar.
Genau in dem Moment ist er hier noch am meckern, der Timer. Aber diesmal nur einmal. Er hat jetzt seinen Bedarf, ins Fernsehen zu kommen, gestillt. Ist mir gespannt. Spawnen diesmal Zombies hier oder nicht? Ist das grundsätzlich deaktiviert worden? Kann das sein? Bei mir kam das schon vorher immer so, so buggy vor. So, wir hatten jetzt aber leider nur einen Klumpen hier, wie ich sehe. Schade. Aber egal. Jetzt sollte es auf jeden Fall reichen für zwei Barren, die wir herstellen müssen. Ups, da gab es einen ordentlichen Ruckler. Gut, ihr Lieben. Dann, wie gesagt, ich will jetzt nicht so viel Überlänge machen heute. Wir sind da, wir sind draußen. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir rüsten hier schon mal um. Genau. Den sind wir soweit, ja. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!